Es war der Aufreger des Transferfensters. Eigentlich stand Moises Caicedo schon kurz vor einem Wechsel zum FC Liverpool, doch dann grätschte der FC Chelsea dazwischen und der Deal zwischen den Reds und Moises, der löste sich in Luft auf. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Transfermarkt-Show, heute wieder mit mir Madeleine. Was ist das eigentlich für ein verrücktes Transferfenster? Ich habe es eben schon angesprochen, jüngstes Beispiel, die Transfersaga um Moises Caicedo. Der Mittelfeldspieler stand eigentlich schon kurz vor einem Wechsel zu den Reds, da Brighton das Angebot von über 127 Millionen Euro schon angenommen hatte. Das hatte auch Trainer Jürgen Klopp bestätigt. Ich kann bestätigen, dass es eine Einigung mit dem Club gibt. Wenn es nachher endlich offiziell werden würde, wäre ich mehr als froh. Aber bis dahin kann und will ich nicht. Wie war das nochmal mit dem Fell des Bären? Deutsche Sprichwörter funktionieren auf Englisch ganz offensichtlich nicht so gut. Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben, irgendwie sowas. Lasst uns abwarten, was passiert. Ja, den Tag nicht vor dem Abend loben, damit hatte Klopp mal vollkommen recht, denn Chelsea, die grätschen bei dem eigentlich schon fast eingetüteten Deal voll dazwischen. Caicedos Herzenswunsch war es nämlich eigentlich gar nicht, zu Liverpool zu gehen, sondern zum FC Chelsea. Also setzten die Blues Brighton ein letztes Mal ein höheres Angebot vor die Nase. Und wie das Ganze ausging, das wissen wir alle. Ich musste nicht lange überlegen, als mich Chelsea angerufen hat. Es ist ein wahr gewordener Traum und ich kann es kaum erwarten, mit dem Team durchzustarten. So Caicedo kurz nach seiner Unterschrift. Gut, spätestens nach diesem alten Bild ist ja wohl klar, wohin es ihn verschlägt. Und Gott sei Dank gibt es ja jetzt auch die Neuaufnahme. Damit wurde Klopp also der erste Spieler vor der Nase weggeschnappt und auch nach dem 1:1-Auftakt in der Premier League gegen Chelsea zeigte sich Klopp immer noch sichtlich angefressen. Oh, yeah, obviously that's what each Chelsea manager wants and usually they get it. So, I don't know, I can nothing say about that, to be honest. So sorry. Ja, und der Reporter sollte auch bei Southamptons Romeo Lavia recht haben. Die Reds wollten ihn und die Blues bekommen ihn. Heißt also, auch hier grätschte der FC Chelsea bei Liverpool einfach mal wieder dazwischen und gewann den Kampf um Lavia mit ein paar Millionen Euro mehr im Gepäck. Und damit hat der FC Chelsea den absoluten Doppelkuh gelandet. Sie haben mit den 133 Millionen nicht nur Caicedo zum teuersten Premier League-Transfer gemacht, sondern jetzt auch noch Lavia mit 62 Millionen zum teuersten U20-Mittelfeldmann der Welt. Also ich will nach dem Zug der Blues nicht wissen, wie sehr Klopp gerade innerlich brodelt. Weil, wenn man auf die Statistik beider Mittelfeldspieler schaut, ist klar, warum beide Clubs sie haben wollten. Von allen Premier League-Mittelfeldspielern im Alter von 22 Jahren oder jünger schafften beide mit Amadou Onana die meisten abgefangenen Bälle. Auch bei Ballrückeroberungen, gewonnenen Bodenduellen, Tacklings, geblockten Pässen, Schlüsselpässen und der Gesamtzahl an Pässen stehen sie jeweils unter den Top 5 ihrer Altersgruppe, mit Caicedo sogar oft am Platz 1. Aber wir würden hier nicht von den Reds und Klopp sprechen, wenn die nicht auch einen Plan B hätten. Denn eins ist klar, die Lücke im Mittelfeld, die muss definitiv geschlossen werden. Und ja, auch ich war mehr als überrascht, als ich den Namen des Plan Bs gehört habe. Aber Stuttgarts Kapitän Wataru Endo kommt. Die Einigung ist bereits durch, die mündliche zumindest. Und Endo befindet sich für den obligatorischen Medizincheck bereits auf der Insel. Also man muss sagen, für den VfB ist dieser Deal sportlich gesehen definitiv ein Verlust. Denn Endo hat sich zu einer richtigen Säule entwickelt beim VfB Stuttgart. Aber finanziell gesehen muss man sagen, hatten sie gar keine andere Wahl, als da zuzuschlagen. 20 Millionen für einen 30-Jährigen, dessen Vertrag nächste Saison sowieso ausgelaufen wäre, ist kein schlechter Deal. Und man muss auch dazu sagen, dass Endo schon länger mit dem Gedanken gespielt hatte, auf die Insel zu wechseln. Und spätestens nach dem Angebot aus Liverpool konnten sie ihm diesen Wunsch nicht mehr abschlagen. Wir bleiben mal in der Bundesliga, schauen auf den FC Bayern. Denn Ryan Gravenberch soll ja auch schon länger auf dem Zettel des FC Liverpool stehen. Die Verhandlungen sind nie wirklich konkret geworden. Aber angesichts der Notwendigkeit im Mittelfeld bei den Reds könnte sich das ja jetzt vielleicht ändern. Denn die Lage beim FC Bayern hat sich für Gravenberch nicht verändert. Er will mehr spielen. Tuchel sieht ihn aber nicht als diesen einen defensiven Sechser. Ganz im Gegenteil, er sieht ihn eher in einer offensiven Rolle.
Die Planungen für Ryan sind im Offensivbereich unseres Spiels. Ich sehe ihn im Offensivbereich. Er war, wenn er eingewechselt wurde, in den Vorbereitungsspielen sehr stark. Er hatte immer einen Einfluss. Und das ist im Moment seine Rolle. Es ist große Konkurrenz im Offensivbereich. Da sehe ich seine Stärken. Ich sehe seine Stärken mit Rücken zum Tor, in den Drehungen unter Druck, unter Gegnerdruck im Rücken und seine Stärken im Dribbling. Und dort kämpft er um seinen Platz. Also ich weiß irgendwie nicht so ganz, was ich von dieser Aussage halten soll. Sieht er ihn wirklich in dieser offensiven Rolle oder ist das vielleicht eher nur ein Hinhalten? Diskutiert doch auch mal gerne unten in den Kommentaren, was ihr von der Aussage von Bayern-Trainer Tuchel haltet. Ich bin der Meinung, ein Wechsel für Gravenberch wäre gar nicht so schlecht. Und damit sind wir eigentlich schon am Ende von der Folge der Transfermarkt-Show heute. Aber noch nicht am Ende vom Transferfenster. Das geht nämlich noch knapp 2 Wochen. Und deswegen, was meint ihr? Glaubt ihr, es tut sich noch beim FC Chelsea und beim FC Liverpool was? Wenn ja, schreibt das gerne auch mal runter in die Kommentare. Bis dahin wünsche ich euch jetzt ein schönes Wochenende.